Aufzug ist gerade noch unten. Drück mal den Knopf da. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Tifa und ich? Ich finde das an Cyberpunk 2077 schon recht interessant und ganz cool, dass da quasi im Grunde so eine weltweite Apokalypse mehr oder weniger stattgefunden hat. Alles ist zerstört und kaputt und es gibt nur noch diese Ballungszentren, die sehr hochtechnologisch, aber von Armut geplagt sind. Das ist eine interessante Kombo. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Makro aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause. Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Makro ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Barrett ist der Gruppe beigetreten. Auf Distanzangriffe spezialisiert. Dein Schwert nicht rankommt. Stählerner Wille reduziert, vorübergehend erlittenen Schaden. Ein bisschen langweilig. Kater, du machst mir ein bisschen Angst da hinten. Bitte nichts runterwerfen, okay? Das machen wir. Nein, das ging daneben. Das ist nicht schön. So, jetzt aber nochmal. Schockschuss, los geht's. Na, das war schon besser. Oh oh, kleine Wirbelzwirbel, Zauberzwirbler. Nach Lust und Laune Charakter wechseln. Gefährten aber auch befehlen, die Fähigkeiten einzusetzen. Okay.
Machen die das aber auch selbstständig dann eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht schon. Okay. Cloud, dort drüben. Da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun ist. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf dem Nervenkitzel. Schlechtestes Sicherheitssystem ever. Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Außerhalb des Kampfes kannst du sprinten. Halte dazu R1 oder R2 gedrückt. Oder, also fast jede Taste ist sprinten ab jetzt. Gut. Schaffe ich es noch? Gerade so. Ich glaube, unser Begleiter hat es nicht mehr geschafft. Au! Zum Glück tun die nicht sehr weh. Okay. Oh, die sind gemein. Ein Klacks, oder? Na dann. Naja, das liegt ja mehr schlecht als recht. Davon. Diese Maschinen sind Auslöscher. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Auslöscher. Einfach zuvorkommen. Na dann, löschen wir den Auslöscher aus. Okay, machen wir. Feuermagie. Überhitzen. Sehr gut. Durch bestimmte Angriffe oder nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner in zum Straucheln bringen. Wenn ein Gegner in Straucheln kommt, wird schockanfällig über seine Schockleiste angezeigt. Wenn du ihn dann mit Fähigkeiten oder Magie triffst, füllst du seine Schockleiste besonders schnell. Und steigerst die Chance, ihn vollkommen wehrlos zu machen. Manche Fähigkeiten oder auch Magie sind dazu besser geeignet als andere und so weiter und so fort. Ich verstehe. Unter Schock stehende Gegner für kurze Zeit wehrlos, besonders viel Schaden. Wenn du geschockte Gegner mit einer Fähigkeit angreifst, kannst du außerdem deine ATP-Leiste sehr schnell aufladen. Nutze diesen Effekt, um geschockte Gegner mit mächtigen Fähigkeiten und Magie den Rest zu geben. Geben wir alles. Armer Riesenkampfroboter. Rang. Soldat ersten Rangs, nicht Jahrgangs. Mit deinem Soldatenrang imponierst du hier keinen. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Bei Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur Blitzbefehl gefolgt, was? Schon gut, kapiert. Bist ein Ersti. Fein. Ich bin unwürdig. Das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter.
Hier geht's runter. Wir sind jetzt ganz nah dran. Ich kann das Marco förmlich riechen. Polo. Immer wenn er Marco sagt, muss irgendjemand Polo rufen. So ist das in den USA. Ich glaub, ich. Aber wir sind nicht in den USA. Und das Spiel ist aus Japan. Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Ab hier ist es nicht dabei. Ich halte für die Stelle. Wir sehen uns später. Was ist? Kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ups, verzaubert. Das wollte ich nicht. Ja, ich wollte ja nur kurz looten gehen, Mensch. Bam! Auch ich finde es auch echt schön, wie toll nahtlos die Kämpfe und das reguläre Gameplay ineinander übergehen. Aber ja. Warte. Nicht runtergehen. Gehen wir nochmal hoch. Da ist noch was. Eine große Sache. Gleich geht's los. Ich kann's kaum erwarten. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Sephiroth! Was ist? Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. 30 Minuten. Hast wohl kalte Füße. Ja. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf! Ach, nö! Die Kämpfer lässt sich so sein! Maschinen sind oft stark im Panzer, aber empfindlich gegen Elektrizität. Das ist ein Witz, mein Freund. Na gut. Ich war nur gerade abgelenkt. Hey, ich habe vergessen, wie man blockt. Ja, aber ich kann ihn eigentlich automatisch kämpfen lassen, ne? Das geht auch. Und nur Kommandos machen. Oh nein, er hat mich. Jawohl, das hat funktioniert. Was
hast du erwartet? Verzieh dich! Ich sollte meine Wunden besser schnell behandeln. Nur weil Soldaten nicht aufgepasst hast. Das ist besser. Gegenstände hier, die habe ich gesucht. Okay, ich glaube, wir haben ihn geschockt, oder? Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, lädt sich dein Limit-Balken auf. Bei einer vollen Limit-Leiste wechselst du in den Limit-Rausch und kannst über das Kommandomenü eine mächtige Fähigkeit namens Limit ausführen. Limits verbrauchen keine ATP-Einheiten. Limit! Jetzt geht er einfach. Wie unfair. Wir sind bereit. Du kannst anfangen, Roboter. Letzte Runde, glaube ich. Ach so, Gegenstand nehmen kostet auch, okay. Okay, jetzt aber. Dieser Skorpion hat echten Orden verdient. Los, raus hier.
Im Endeffekt haben wir nicht mal was gemacht jetzt. Wir sind da reingestolpert und haben uns gegen den Skorpion verteidigt. Wir können gar nichts dafür, was hier passiert ist. Na gut, wir haben den Sprengstoff platziert, aber wir haben ihn nicht aktiviert. Auch das war der Skorpion. Wird schon irgendwie klappen.